Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie zu unserer neuen Veranstaltungsreihe im Rahmen des Schwerpunktbereichs 2 Universität Bayreuth ganz herzlich begrüßen. Wir werden in diesem Semester in einer Reihe von interessanten Vorträgen und Diskussionen über aktuelle Probleme des Immaterialgüterrechts und des Wettbewerbsrechts diskutieren. Und wir sind da, hoffe ich, sehr, sehr nahe am Puls der Zeit. Heute einen starken Auftakt, sowohl was das Thema als auch was die Referentin betrifft. Wir werden uns heute mit dem aktuellen Referentenentwurf befassen, mit dem Artikel 17 der DSM-Richtlinie, der sehr umkämpfte Artikel 17 der DSM-Richtlinie, in das deutsche Recht umgesetzt wird. Und dafür ist es uns gelungen, Frau Kollegin Luisa Specht-Riemenschneider von der Universität Bonn zu begrüßen. Hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Ich bin Kim Bartle und arbeite bei Herrn Grünberger am Lehrstuhl und darf Ihnen heute Frau Prof. Dr. Luisa Specht-Riemenschneider vorstellen. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht an der Universität Bonn und dort ist sie auch Leiterin der Forschungsstelle für Rechtsfragen neuer Technologien sowie Datenrecht. Frau Specht-Riemenschneider ist auch Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik und stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen des BMJV. Frau Specht-Riemenschneider hat ihre Promotion 2011 abgelegt, ist danach ins Referendariat und hat an ihr Referendariat ihre Habilitation Diktat der Technik, Regulierungskonzepte, technische Vertragsinhaltsgestaltung am Beispiel von bürgerlichem Recht und Urheberrecht angeschlossen, die auch zweifach ausgezeichnet wurde. Frau Specht-Riemenschneider hat zudem ein Gutachten für die Verbraucherzentrale, passend zu unserem Thema heute auch, verfasst, zu den Leitlinien zur nationalen Umsetzung des Artikel 17 DSM-Richtlinie. Dann freuen wir uns sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Kurz noch ein paar Worte zum Ablauf. Frau Specht-Riemenschneider wird einen Impulsvortrag halten von 10 bis 15 Minuten. Wenn dabei Verständnisfragen von Ihnen aufkommen, möchte ich Sie bitten, das gleich mal in den Chat zu schreiben. Dann können Sie nach dem Vortrag kurz Fragen dazu stellen. Anschließend wird ein Gespräch zwischen Herr Grünberger und Frau Specht-Riemenschneider stattfinden, das dann auch für Sie geöffnet wird, sodass Sie auch hier wieder Fragen stellen können. Sie dürfen wieder gerne im Chat die Fragen stellen oder sich eben melden per Handzeichen. Das dürfte ja nach einem digitalen Semester und im zweiten Semester allen bekannt sein, wie das funktioniert. Und damit darf ich das Wort an Frau Specht-Riemenschneider übergeben. Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung, lieber Michael, für die so freundliche Vorstellung, Frau Bartle. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Impulsvortrag halten darf zum Thema die Umsetzung von Artikel 17 DSM-Richtlinie in nationales Recht im Urheberdienste-Anbieter-Gesetz. Artikel 17 DSM-Richtlinie, vormals Artikel 13 DSM-Richtlinie, wurde ja, das wissen Sie, vor allem durch die Diskussion rund um Upload-Filter bekannt. Und ich möchte mich hier auch auf die Rechtsfolgen einer solchen Filtertechnologie konzentrieren. Ich möchte aber der These entgegentreten, dass Upload-Filter zwingend zu einer Unfreiheit des Internets führen. Das ist nur dann der Fall, wenn sie nicht unionsrechtskonform umgesetzt werden. Die mit ihnen einhergehenden Nachteile müssen nämlich durch Schutzmaßnahmen zugunsten der betroffenen Nutzer ausgeglichen werden, damit eine nationale Regelung überhaupt unionsgrundrechtskonform ist. Diese These habe ich auch dem folgenden Vortrag zugrunde gelegt. Es wird sich zeigen, das kann ich vielleicht hier schon vorwegnehmen, dass sie zutrifft und dass das nationale Umsetzungsgesetz den Anforderungen an eine unionsgrundrechtskonforme Umsetzung nicht genügt. Während also Herr Schmidt gerade einen Vortrag, glaube ich, hält bei der DGI-Jahrestagung und seinen Umsetzungsentwurf vorstellt, werde ich Ihnen jetzt erläutern, warum er eigentlich unionsgrundrechtswidrig ist. Ich hoffe, Herr Schmidt, Sie sehen mir das nach. Worüber möchte ich sprechen? Nur ganz kurz ein kleiner Überblick. Ich möchte Ihnen ganz kurz erläutern die Plattformhaftung nach geltendem Recht, der Lege Lata, aber wirklich nur ganz kurz, damit Sie einen Überblick erhalten, damit das nochmal in Erinnerung gerufen wird. Werde dann überleiten zu den Vorgaben des Artikel 17 der DSM-Richtlinie in Bezug auf Upload-Filter. Werde versuchen, den Finger in die Wunde zu legen, Ihnen zu zeigen, wo ist eigentlich das Problem? Und welche Kompensationsmaßnahmen brauchen wir denn,
damit Artikel 17 am Ende tatsächlich unionsgrundrechtskonform umgesetzt wird. Sie werden sehen, das sind Verfahrensvorgaben und subjektive Nutzerrechte. Ich werde mir dann die nationale Umsetzung anschauen und mit einem Ergebnis schließen und dann freue ich mich auf die Diskussion. Ganz kurz, Plattformhaftung der Lege Lata. Sie wissen, dass grundsätzlich Plattformen nicht als Täter einer Urheberrechtsverletzung haften nach geltendem Recht. Und es ist der Nutzer, der Inhalte online stellt, er haftet als Täter. Die Plattform haftet erst einmal nicht, wenn sie sich auf eine, ja, auf eine passive Rolle beschränkt. Artikel 14 E-Commerce-Richtlinie sieht vor, dass es hier zu einer Haftungsprivilegierung für Host-Provider kommt. Sie haften erst nach Hinweis, nach Kenntnis dieser Rechtsverletzung. Eine Teilnehmerhaftung der Plattform scheidet ebenfalls aus, weil die Plattform in der Regel keine Kenntnis hat von allen Rechtsverletzungen, keine konkrete Kenntnis von allen Rechtsverletzungen, die auf ihr stattfinden, man ihr deshalb keinen Vorsatz unterstellen kann. Eine Störerhaftung kann aber im Grundsatz angenommen werden. Sie wissen aber, die Störerhaftung ist einzig auf Unterlassung gerichtet und Ersatz der Rechtsverfolgungskosten, nicht aber auf Schadensersatz. Wie wird das Delege Ferenda bei Umsetzung der DSM-Richtlinie im Urheberdiensteanbietergesetz sein? Dort ist es so, dass Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten, das ist der Begriff, der gewählt wird, um spezifische Plattformbetreiber zu adressieren, wird auch definiert im Gesetz, die nehmen eine eigene Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung vor. Es kommt zu einem Ausschluss von Artikel 14 der E-Commerce-Richtlinie. Das heißt, die Plattform haftet erst einmal als Täter für Rechtsverletzungen. Sie ist daher verpflichtet, Nutzerrechte für die Inhalte einzuholen, die die Nutzer hochladen. Ansonsten haftet sie, wie gesagt, als Täter und zwar ohne vorangeschaltetes, im Grundsatz erst einmal ohne vorangeschaltetes Notice-and-Takedown-Verfahren. Sie haftet aber dann nicht. Sie wird freigestellt von der Haftung bei Einhaltung eines, ich nenne das immer, Verhandlungs-, Bemühungs- und Rechtsverletzungspräventionsverfahren. Ist ein Begriff, der nicht jedem gefällt, weil er sehr sperrig und lang ist. Ja? Ich finde, er ist ganz eingänglich und trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, aber das können Sie gerne selbst entscheiden. Das bedeutet, wenn ich mich bemühe, die entsprechenden Rechte einzuholen, wenn ich Inhalte im Voraus blocke unter bestimmten Bedingungen und wenn ich dann, wenn Inhalte trotzdem online gehen und ich auf eine Rechtsverletzung hingewiesen werde, das Notice-and-Stay-Down-Verfahren anwende, dann hafte ich als Plattform nicht. Und dieses, Sie sehen schon in pink aufleuchtend, dieses präventive Aktionselement in Verbindung mit dem Verhandlungselement, das ist das, was die Upload-Filter-Verpflichtung im Prinzip begründet. Wo ist jetzt das Problem? Naja, das Problem ist, dass das Urheberrecht kein Recht ist, das alleine zugunsten der Rechteinhaber wirkt, sondern das Urheberrecht sieht einen quadrupolaren Interessenausgleich vor. Und zwar zwischen Urhebern, Verwertern, Nutzern und der Allgemeinheit. Und dieser quadrupolare Interessenausgleich wird auch und gerade durch die Schrankenbestimmung des Urheberrechts gewährleistet. Wenn jetzt aber ich Uploadfilter installiere, bedeutet das faktisch, wenn ich Uploadfilter installieren muss, dass bestimmte Inhalte den Nutzern schon gar nicht zugänglich gemacht werden und es mir als Nutzer auch begegnen kann, dass ich beispielsweise in Ausübung meiner Schrankenbestimmung einen Inhalt online stellen möchte und dieser Inhalt wird nicht online gestellt. Der quadrupolare Interessenausgleich des Urheberrechts ist also zugunsten von Urhebern und Verwertern, zugunsten der Rechtsdurchsetzung verschoben. Die Nutzer und die Allgemeinheit gucken gewissermaßen in die Röhre. Das nährt Zweifel an der Vereinbarkeit der Upload-Filter-Verpflichtung mit Unionsgrundrechten, insbesondere mit Artikel 11 der Grundrechtecharta, der die Meinungs- und Informationsfreiheit garantiert. Artikel 11 könnte also durch die Filterpflicht verletzt sein. Es könnten noch mehr Unionsgrundrechte durch die Filterpflicht verletzt sein. Ich möchte mich auf die Nutzerperspektive konzentrieren und damit auf Artikel 11 der Grundrechtecharta. Zwar sieht Artikel 17 Absatz 7 der DSM-Richtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass sich alle Nutzer auf bestimmte Ausnahmen und Beschränkungen stützen könnten. Zitate, Kritik, Rezensionen, Nutzung zum Zwecke von Karikaturen, Parodien und Pastiche. Im Wortlaut sind aber jedenfalls nicht alle Schrankenbestimmungen angelegt. Außerdem ist fraglich, ob sich aus Artikel 17 Absatz 7 und in Verbindung mit Absatz 9, das werden wir gleich sehen, ein Anspruch auf Online-Stellung rechtmäßiger Inhalte ableiten lässt. Also sozusagen ein subjektives Nutzerrecht auf Schrankenausübung. Selbst wenn das aber der Fall wäre,
dann würden oder dann verschieben, ich muss ja schon gar nicht mehr im Konjunktiv sprechen, dann verschieben Upload-Filter die Rechtsdurchsetzungslast auf den Nutzer. Also stellen Sie sich vor, normalerweise muss der Rechtsinhaber zur Durchsetzung seiner Rechte am geistigen Eigentum tätig werden. Ja? Er muss die Plattform anschreiben, muss sagen, bitte nimm diese Inhalte von der Plattform runter. Wenn sie das nicht macht, dann beschreitet er den Rechtsweg etc. Wenn ich nun automatisch filter und bestimmte Inhalte schon gar nicht zugänglich mache, dann bedeutet das, dass ich die Rechtsdurchsetzungslast deshalb auf den Nutzer verlagere, weil es jetzt am Nutzer ist, seine Schrankenbestimmungen auszuüben. Und die Nachteile, die sich aus dieser Rechtsdurchsetzungslast verschieben, die sind längst empirisch belegt. Wir wissen seit über 10 Jahren, aus empirischen Erhebungen aus England, die jetzt auch nochmal erneuert wurden vor dem Hintergrund der DSM-Richtlinie, dass Nutzer von ihren Rechten, wir haben ja beispielsweise im 95a haben wir auch Nutzerbefugnisse, 95a Urheberrechtsgesetz, auch zur Verfügungstellung von technischen Hilfsmitteln zur Ausübung von Schrankenbestimmungen, wenn die auf technischem Wege abgedungen werden. Wir wissen, dass Nutzer diese Rechte nicht wahrnehmen. Das liegt letztlich daran oder liegt wohl daran, dass einer Rechtswahrnehmung natürlich immer ein persönliches Kosten-Nutzen-Kalkül zugrunde liegt. Und der Aufwand, den ich betreiben muss als Nutzer, um meine Schrankenbestimmung in Anspruch zu nehmen, wird oftmals als zu hoch erachtet. Oder Nutzer wissen gar nicht, welche Rechte sie eigentlich geltend machen können, weil die AGB unklar sind, weil Schaltflächen nicht vernünftig beschriftet sind etc. Und weil der durch Filterpflichten begründete Eingriff in Nutzerrechte nach Artikel 11 Grundrechtecharta, also der Meinungs- und Informationsfreiheit, so erheblich ist und wir das wissen, empirisch belegt, dass der so erheblich ist, müssen meines Erachtens Kompensationsmaßnahmen bei verpflichtenden Upload-Filtern ebenfalls besonders erheblich ausfallen, um diese Nutzerbeeinträchtigung entsprechend ausgleichen zu können. Der EuGH hat mehrfach entschieden, ich nenne nur eine Entscheidung, zwar beim Netlog, dass Filterpflichten ohne Kompensationsmaßnahmen unionsgrundrechtswidrig sind. Wie können solche Kompensationsmaßnahmen aussehen? Ich unterteile sie gerne in Verfahrensvorgaben, nutzerfreundliche Verfahrensvorgaben und subjektive Nutzerrechte. Was können nutzerfreundliche Verfahrensvorgaben sein? Das kann zum Beispiel eine Flagging-Option sein. Das ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss, reicht alleine nicht aus, aber ist ein Instrument, um den Nutzer zu schützen. Und zwar, ich nenne das First and Second Chance Flagging. Also nicht nur die Möglichkeit, beim Online-Stellen zu erklären, ja, der Inhalt ist rechtmäßig, er erfolgt in Ausübung oder er wurde produziert in Ausübung einer Schrankenbestimmung, das Online-Stellen erfolgt in Ausübung einer Schrankenbestimmung, sondern ich muss jederzeit als Nutzer kennzeichnen können, mit der Folge, dass der Inhalt erst einmal online gestellt wird. Es können nutzerfreundliche Technikvorgaben gemacht werden. Die Upload-Filter können beispielsweise unterschiedlich scharf gestellt werden. Das hat unser Kollege Benjamin Raue ja mal sehr eingehend in einem Beitrag in der ZUM, Michael, dargelegt. Die Sperrentscheidung muss gerichtlich überprüfbar sein. Es muss die Möglichkeit der Anrufung außergerichtlicher Streitbeilegungsmechanismen bestehen. Es sind darüber hinaus noch nutzerfreundliche Maßnahmen denkbar, aber das sind, glaube ich, so die wesentlichen. Subjektive Nutzerrechte bedeutet subjektives Recht auf Schrankenausübung. Es bedeutet nicht, ich muss einen unbegrenzten Anspruch haben, dass Inhalte online gestellt werden, aber ich muss jedenfalls die Möglichkeit haben, ein unrechtmäßiges Sperren zu verhindern. Also ich nenne das immer, ich muss einen beschränkten Restore-Anspruch haben. Momentan ist es so, dass die Schrankenregelungen im Urheberrecht nicht als subjektive Nutzerrechte ausgestaltet sind. Ich glaube aber, dass man aus 17 Absatz 7 und 17 Absatz 9 ein solches subjektives Nutzerrecht herleiten kann. Und zwar nicht nur in Bezug auf die in 17 Absatz 7 genannten Schrankenbestimmungen, sondern in Bezug auf alle Schrankenbestimmungen des Urheberrechts. Der Nutzer muss auf Grundlage dieser subjektiven Nutzerrechte eben Gerichte anrufen können oder auch außergerichtliche Streitbeilegungsinstrumente. Schauen wir uns jetzt die nationale Umsetzung an. Enthält sie solche nutzerfreundlichen Verfahrensvorgaben und subjektive Nutzerrechte? Ich habe mir mal den Referentenentwurf jetzt auch in seiner Bearbeitung einmal hier vorgelegt und habe mir den auch nochmal eingehend angeschaut und habe festgestellt, ja, nutzerfreundliche Verfahrensvorgaben findet man durchaus in Teilen. Also es findet sich die Kennzeichnungsmöglichkeit erlaubter Nutzung in Paragraph 8. Allerdings wohl nur ein First-Chance-Flagging. Dann sind in Paragraph 13, der ist überschrieben mit Rechtsbehelften, Zugang zu den Gerichten. Und als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich gedacht, super, es wird tatsächlich ein subjektives Nutzerrecht normiert, Pustekuchen. Steht nur drin, für Nutzer und Rechtsinhaber ist die Teilnahme an einem Beschwerdeverfahren freiwillig,
Für Nutzerrechtsinhaber und Diensteanbieter ist die Teilnahme an der außergerichtlichen Streitbeilegung freiwillig und so weiter. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt unberührt, ja. Aber ich kann ja das Recht haben, die Gerichte anzurufen, wenn ich keinen materiellrechtlichen subjektiven Anspruch habe, dann bringt mir das die Möglichkeit, das Recht, Gerichte anzurufen, überhaupt nichts, weil ich dann anrufen kann, aber dann wird meine Klage abgewiesen mangels materiellrechtlicher Anspruchsnorm. Es finden sich in § 14 Möglichkeiten zur Inanspruchnahme interner Beschwerdeverfahren. Es gibt die Möglichkeit der Einrichtung externer Beschwerdestellen und außergerichtlicher Streitbeilegungsstellen in 17 und 18 UDAG. Können wir gleich gerne noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber, und das ist mein Punkt, es findet sich kein subjektives Nutzerrecht. Jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen, der deutsche Gesetzgeber muss das auch gar nicht normieren, weil das doch aus der Auslegung von Artikel 17 Absatz 7 und 9 der DSM-Richtlinie folgt, dass es jedenfalls begründbar ist. Auf diesen Standpunkt kann man sich stellen und ich würde das auch so unterschreiben, aber es würde mir nicht ausreichen. Denn welcher Nutzer wird sich denn auf die Auslegung einer Richtlinie, die wiederum Eingang in die Auslegung der Schrankenbestimmung nach nationalem Urheberrecht findet, berufen und darauf hin eine Schrankenbestimmung, die Auslegung einer Schrankenbestimmung einklagen? Also ich komme letztlich zu dem Ergebnis, mangels subjektiven Nutzerrechts ist die Umsetzung von Artikel 17 der DSM-Richtlinie unionsgrundrechtswidrig. Meine Ergebnisse ein bisschen ausführlicher dargestellt. Artikel 17 DSM-Richtlinie fordert in unionsgrundrechtskonformer Auslegung eine nutzerfreundliche Umsetzung. Das erfordert neben nutzerfreundlichen Verfahrensvorgaben die Begründung subjektiver Nutzerrechte im nationalen Recht. Das UDAG enthält ein solches subjektives Nutzerrecht, aber nicht. Der durch das UDAG erfolgende Eingriff in Artikel 11 Grundrechtecharta ist daher nicht ausreichend kompensiert und insofern unverhältnismäßig. Das UDAG ist daher insgesamt oder jedenfalls in Bezug auf die Normierung von Upload-Filter-Verpflichtungen unionsgrundrechtswidrig. Das wäre mein Ergebnis. Darüber würde ich jetzt gern mit Ihnen diskutieren und freue mich darauf. Vielen Dank.